wie, zou met mij willen afdalen in onze geschiedenis. Lange tijd dachten historici dat Maria haar gebedenboek liet maken als laatste wanhoopspoging om zwanger te worden. Maar sinds kort weten we dat Maria zich bij haar noodlot had neergelegd toen ze de opdracht gaf tot dit gebedenboek. Hiermee gaf ze wellicht een nieuwe invulling aan haar leven. God. Dank dat ik een beetje tijd heb met Maria alleine. Ja, gerne. Was eine Frau war sie? Was für eine Frau sie war, ja. Eine sehr fromme Frau. Eine sehr fromme Frau. Wenn sie ein solches Gebetbuch in Auftrag gegeben hat, was so umfangreich ist, das ist eben das Besondere. Ne? Es ist einfach 180 Heilige, die da drin sind. Das ist doppelt so viel, wie es üblicherweise in Gebetbüchern der Zeit war, in Stundenbüchern. Es war auch ein sehr persönliches Gebetsbuch? Ja, ja. Und was mich erstaunt ist, dass die Sprache ist fast niederländisch. Ja, es ist mittelniederländisch, das ist auch außergewöhnlich, das sagt eigentlich auch Französisch. Etwas. Ja, Französisch war ihre Muttersprache, ja. Also das hätte man auch nehmen können. Eigentlich üblich für Adlige zu der Zeit war auch Lateinisch als Sprache. Aber wir denken heute, das war die Volkssprache, war niederländisch dort, wo sie es in Auftrag gegeben ist. Sie hat dort hingeheiratet. Natürlich. Ja, Gottes war auch kennen. Sie hat wahrscheinlich damit einfach zeigen wollen, die Verbundenheit zu der neuen Heimat. Ja, mit Geldern. Und mit Geldern, genau. Es gibt auch die Überlegung, dass sie politisch eine Rolle spielen wollte. Und die politische Sprache war niederländisch. Sie ist eine intelligente Frau, denke ich. Aber vielleicht auch ein bisschen eine unglückliche Frau. Ja, weil sie keine Kinder bekommen konnte. Das ist natürlich ein Schicksal für sie, ein trauriges Schicksal für sie. Als sie das Gebetbuch in Auftrag gegeben hat, war sie 35 Jahre alt. Da hat sie zu der Zeit mit Sicherheit, war das einfach klar, dass das nicht mehr passieren wird. In dem Buch sagt sie nicht selber etwas über ihr Schicksal, aber die Tatsache, dass die Gebete da drin sind, nicht etwas beinhalten, was normalerweise für adlige Frauen üblich wäre, nämlich Gebete auch für die Empfängnis und das Schwangerwerden, eine gute Schwangerschaft und so etwas, finden sich überhaupt nicht in diesem Gebetbuch. Genau. Und das ist eigentlich ein Hinweis. Akzeptiert. Ich denke, sie hat es akzeptiert, ja, sonst würde so etwas eigentlich auftauchen in diesem Buch. Es ist wirklich ein wichtiges Buch. Ja, es ist wirklich ein besonderes Buch. Es ist einfach auch von der Illuminierung her, es ist einfach unglaublich qualitativ. Ja, also hat eine ganz, ganz hochwertige Illuminierung. Und das macht es eben auch einzigartig. Die Qualität und der Umfang sind über 100 Miniaturen. In einer Handschrift, das ist gallerische Qualität. Ja, genau.